sind überall Olivenbäume und da stehen wir mitten an einem Naturstellplatz, den ein Besitzer hier zur Verfügung stellt. Und das ist das, was wir so lieben, mitten in der Natur zu stehen. Heute Abend werden wir hier noch grillen und morgen fahren wir, der ist im Übrigen bei Montenello, der Stellplatz, und morgen fahren wir an den Gardasee weiter. Da sind noch Freunde auf einem Campingplatz, die wir dann besuchen für eine Nacht. Der Joel ist heute unser Koch, oder? Wenn ihr schon wollt. Okay, das wird bestimmt gut schmecken. Also, wir müssen euch kurz was zeigen hier beim Essen machen. Was wir noch nie gemacht haben, ist diesen Grill als Fritteuse benutzt. Der Joel, der wollte unbedingt die Kartoffel als Chips haben. Und es funktioniert. Hä? So, wir machen ja auch noch Rind. Richtig leckeres Rind. Aber Silvia hat für den Lukas Hähnchenfleisch gekauft. Es ist so dünn, dass man da durchgucken kann. Ja? Ich weiß gar nicht, wie wir das grillen sollen. Also halbe echt. Sekunde auf den Grill. So, das ist das Ergebnis vom Grillen. Die Jungs haben lecker gegrillt und das Hühnchen haben wir probiert, das schmeckt schon lecker. Das sind die ganz dünnen Fleischstücke da hinten. So, cool, gell? Joel? Ja. Danke fürs Grillen. Leute, dieser Wanderweg hat sich so gelohnt. Schaut mal, wo wir gelandet sind. Hier an diesem Punkt und hier der Gardasee. So genial. Hört ihr diesen Vogelgezwitscher? Es ist so cool hier auf diesem Naturstellplatz. Und ich muss ehrlich sagen, das muss ich jetzt echt als Statement abgeben. Das ist einfach das, was ich persönlich so lieb. Mehr wie auf irgendeinem Campingplatz zu stehen. Weil das einfach so gigantisch ist. Schaut mal hier. Der Mond da hinten. Und der Stellplatz ist echt leer. Es sind nur ganz wenige da, zwei andere Wohnmobile. Richtig cool. Richtig. Guten Morgen, liebe Leute. Wir frühstücken hier bei unserem Naturstellplatz. Hier der Lukas und drüben Silvi und der Joel. Und Leute, wir genießen es hier einfach in dieser Stille. Genau, wir fahren jetzt heute 4 Kilometer weiter in die nördliche Richtung. Auf einen Campingplatz, dort sind zwei befreundete Familien und die möchten wir besuchen. Und es kann gut sein, dass wir in der Zeit kamerafrei sind und melden uns spätestens dann, wenn wir weiterfahren. Es beginnt ein neuer Tag, wir sind wieder online. Wir waren jetzt auf dem Campingplatz bei unseren Freunden bei dem Camping Europa Silvella. Ja genau, am Gardasee am westlichen Teil und es war wunderschön, wir haben die Zeit genossen. Es war so eine spontane Idee, dass wir dort zwei Familien getroffen haben und ja, da wollten wir einfach nicht filmen. Und jetzt sind wir weiter unterwegs und zwar geht es jetzt die Westküste vom Gardasee entlang nach oben. Die ist ja etwas schmal und auch mit vielen Tunnels
Bestückt, ja, wir haben da schon Informationen bekommen, dass das herausfordernd sein soll, aber wir freuen uns, das zu sehen. Und dann wollen wir weiter hochfahren. Ich muss gerade mal nachschauen. Und zwar an den Lago di Cavedine. Den wollen wir uns auch noch anschauen. Und dann geht es immer weiter hoch Richtung Bozen. Und dann mal sehen, also das Ziel ist, der Reschenpass noch mal zu nehmen. Weil am Wochenende soll es ja, glaube ich, ziemlich voll werden mit der Rückreisewelle. Aber wir sehen einfach mal, was die nächsten Punkte sind. Einfach wunderschön hier die Westseite vom Gardasee. Hier durch die Tunnels, alles etwas eng, aber die Landschaft, die Aussicht hier darüber zu diesen Bergen, wunderschön, Leute. Also die Passstraße war wunderschön am Gardasee entlang an der westlichen Seite und wir sind jetzt weitergefahren beim Lago di Cavedine sind wir jetzt. Hier gibt es auch einen Campingplatz, wir wissen aber noch nicht, ob wir hier stehen sollen. Leute, und das hier ist einfach wieder so ein Spot, so genial. Wow, echt unbeschreiblich, unbeschreiblich schön. Was zusammen. Wir machen jetzt aber noch ein tolles Picknick hier an dem See. Wow, echt schön. So, hallo Leute. Hallo. Wir laufen jetzt zur Rastenbachklamm, aber Silvi, die sieht gerade nicht sehr erfreut aus, nee, weil die Fahrt war schrecklich. Es war ein richtig steiler Weg hier hoch. Und der Parkplatz, der oben an der Rasterbachklamm heißt die, glaube ich. Der Parkplatz da oben, der ist so steil, so schräg, da konnten wir uns einfach mit dem Wohnmobil nicht hinstellen. Und jetzt sind wir hier an so ein Stück Ausbuchtung hier zu den Weinbergen hin. Und selbst hier steht das Auto noch richtig schräg. Wir haben es da auf die eine Seite mit den Stützen hochgelassen. Aber jetzt egal, es zählt jetzt, dass wir tolle Spots hier sehen und die nehmen wir auf. Der Joel schon mit der Drohne bewaffnet. Jetzt geht's ab. Always been you.
Jetzt sind wir hier an der Aussichtsplatte her angekommen. Es ist wunderschön hier. Da unten der Kalterer See. Also wir machen jetzt den Abstieg hier runter von der Klamm und ey, man muss echt sagen, eine tolle Klamm, oder? Ja. Richtig wunderschön. War echt schön. Silvi, wie fandest du die Klamm hier? Super. Und hört ihr gerade die Vögel und die Grillen? Wir hoffen, dass euch die Aufnahmen gefallen haben, auch die ganzen Drohnenaufnahmen vom Joel. Schreibt ruhig mal in die Kommentare unten rein. Das Einzigste ist hier an diesem Parkplatz, wo wir hochgefahren sind, mit dem Wohnmobil, ist das nicht zu empfehlen. Nee. Dann sollte man lieber vom Kalderer See hochlaufen, ist ein bisschen weiter. Aber echt einmalig nehmen wir mit von diesem Trip hier, echt genial. Es gibt viele Stufen, ein bisschen zu klettern, feste Schuhe anziehen. Genau. Dann klappt es. Der Joel, der tut die Mama hier runterführen, aber der ärgert sie. Guten Morgen aus Nals. Wir sind hier auf einem Stellplatz geblieben heute Nacht nach der tollen Wanderung gestern zu dieser Klamm. Und heute, ja, wie immer, frühstücken wir erstmal. Hier die Jungs. Und wir überlegen, heute ist unser vorletzter Tag, ja, vom Urlaub, Freitag. Wir wollen so am Samstag wieder zurück sein. Und jetzt überlegen wir heute noch, was wir machen. Mir eine Karte vom Touristikinformationsbüro geholt. Überlegen noch, ob wir mit einer Gondel auf den Berg fahren und dort ein bisschen wandern und die Aussicht genießen. Genau wissen wir es noch nicht. Heute Abend wollen wir dann am Reschenpass oben sein. Und wir berichten natürlich wieder. Ihr seid mit dabei. Hier hinten seht ihr unseren Rocky. Wir müssen hier beim Lidl-Parkplatz parken, weil wir leider an der Station nichts gefunden haben, an der Gondel. Und jetzt müssen wir da rüberlaufen. Und jetzt ist eigentlich schon wie spät? Kurz vor 1. Eigentlich weiß ich gar nicht, ob wir jetzt noch hochfahren können. Aber wir versuchen es. Ach so, ja, warum stehen wir hier beim Lidl? Weil natürlich der Parkplatz an der Liftstation komplett überfüllt war. Und warum ist es so spät? Weil wir noch einkaufen gehen mussten. Und irgendwie am Ende vom Urlaub wird es immer später, bis wir in den Tag rein starten. Ziemlich trödelig. Und deswegen, ja, schauen wir mal. Hier ist FFP2 Pflicht und wahrscheinlich braucht man auch einen Maulkorb.
Aha. Der Ben muss einen Maulkorb tragen im Aufzug. Aber der macht es gut. Geht's mit dem Sessellift weiter zur nächsten Höhe hoch. Oh Leute, wir sind hier oben angekommen mit dem Sessellift. Schaut mal da drüben, das ist der Blick hier zu den Dolomiten. Aber leider ist es so ein bisschen trüb, aber einfach wirklich schön. Der Joel nimmt jetzt die Drohne. Oder nachher vielleicht noch. Oder nachher auf jeden Fall nimmt er die Drohne und fliegt darüber, um das ein bisschen hier zu sehen. Und hier so einfach mitten bei den Wanderwegen sind hier so schöne Häuser, wo Leute hier wahrscheinlich ihren Feriensitz haben. Ich finde es echt richtig cool. Das sind richtig schöne Häuschen. Jetzt sind wir angekommen an dem Restaurant Seespitz. So, wir halten uns jetzt an der 9 nach Vigijoch. Zu der Kirche oder was ist es? Ja, wir sind jetzt doch nicht hier geblieben, weil wir wollen eigentlich noch mal eine Etappe weiterlaufen mit der 9er zu einer Kirche. Und ja, dort gibt es auch noch mal etwas zum Einkehren und dann schauen wir dort mal lieber. Also, los geht's, Jungs. So, und jetzt laufen wir zu dem anderen Rasthaus über die Kuhweide. Und da unten ist die Family Alm Gampel. Da gehen wir jetzt mal rein. So, jetzt ist das Essen gekommen. Jetzt lassen wir es uns gut gehen. Nach dieser Tour, die wir gemacht haben.
Wobei die ja eigentlich harmlos war, oder? Oder ja? Aber wir hoffen echt sehr, dass die Drohnenaufnahmen vom Joel euch wirklich gefallen. Hier von der Anhöhe, von dem Aussichtspunkt hier oben. Und guten Appetit. Am Reschenpass an der Kirche. Und da haben wir ein Video letztes Jahr gedreht, das wir euch verlinken. Deswegen machen wir jetzt da keine großen Videoaufnahmen mehr. Aber wir dachten, hier beim Vorbeifahren mit dieser Sonne müssen wir das nochmal aufnehmen. Wunder, wunder, wunderschön. Ja, guten Morgen, Leute. In der Nähe hier aus Funz bei Österreich. Ich habe euch ja gestern den Reschenpass nochmal gezeigt und ich wollte immer mal eine Nacht am Reschenpass schlafen. Mal hier ein bisschen aus der Sonne gehen. Aber Leute, dieser Stellplatz oben am See oder an diesem Staudamm, der ist echt brutal heftig zugeparkt gewesen. Der war völlig überfüllt, meiner Meinung nach, und das Ambiente geht dadurch komplett verloren. Man zahlt mittlerweile auch 20 Euro für die Nacht und das, ja, wir haben dann dort gegessen, sind dann weitergefahren, hier nämlich bei Pfunz, ist auch nochmal ein Stellplatz, aber auch der komplett überfüllt, ist einfach dieses Pfingstwochenende und die Ferien noch dazu, so dass das nicht wirklich gut war. Wir haben dann hier auf dieser Straße, die führt da zu dem Campingplatz, ich zeige euch nachher noch, wo wir stehen, da haben wir dann wirklich vor dem Campingplatz übernachtet, das ging nicht anders. Und ja, was soll ich sagen, der Urlaub ist jetzt langsam vorbei und leider fahren wir jetzt heim. Ich denke, wir melden uns noch einmal komplett als Familie. Wir hoffen natürlich auch wieder, dass euch das alles so gefallen hat. Es war ein bisschen chaotisch zu filmen dieses Jahr. Durch das, dass wir am Meer standen, da konnte man nicht so wirklich viel filmen und dann natürlich die Etappen noch gefahren sind. Aber trotzdem hoffen wir, dass es euch gefreut hat. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis später. Wir hoffen, dass die Straßen wirklich frei sind und dass wir gut durchkommen, weil das war schon mal unsere Befürchtung. Aber das werden wir jetzt dann gleich sehen. Wir stehen jetzt hier vorne direkt an der Gabelung zum Campingplatz runter. Wie gesagt, alles überfüllt gewesen. Konnte man nicht anders lösen, gestern Abend noch ziemlich spät. Wir werden jetzt auch gar nicht frühstücken, sondern fahren einfach weiter, dass wir gut durchkommen. Schaue ich mal, wie da die Lage ist, hier im Wohnmobil. Ah, genau. Also die Jungs sind schon mal aufgewacht. Das ist gut. Und wir, wie gesagt, melden uns dann später als Family nochmal. Ohne Frühstück fahren wir jetzt mal erstmal, dass wir über den Fernpass drüber kommen. Also den Fernpass sind wir jetzt gut durchgekommen. Echt, da sind wir echt glücklich. Wir sind jetzt in Nesselwang, werden was noch frühstücken und die Jungs werden gleich auch noch mit dieser Alpspitzbahn fahren. Da sind wir nämlich gerade. Das werden dann auch die abschließenden Videos sein. Auf jeden Fall hat uns der Urlaub sehr, sehr gefallen, die 2 Wochen. Es war bunt gemischt von Meer über Berge, Gardasee, alles dabei gewesen. Ja, wir hoffen, euch hat es auch gefallen, was ihr gesehen habt. Und wir laden euch ein, einfach nächstes Mal auch wieder mitzukommen. Genau, wie immer, ein Daumen hoch
Und wenn ihr uns einen Kommentar reinschreibt, würden wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen. Und wenn ihr es noch nicht habt, abonniert diesen Kanal. Und dann freuen wir uns gemeinsam wieder auf einen der nächsten Videos. Macht's gut. Tschüss. Ciao.